So, wir sitzen jetzt hier bei Uhrwerk mit dem Patrick. Hallo Patrick. Hallo. Und wie immer hat Uhrwerk auch Neuheiten zur Messe. Fangen wir doch einfach mal vorne an. Gibt es etwas Neues zu Splittermond? Ja, wir haben einige Neuheiten zu Splittermond jetzt für die Messe. Wir haben einmal Splittermond die Götter, also den Götter- und Priesterband, haben wir rechtzeitig zu spielen hingekriegt. Es gibt ein neues Abenteuer, Sommersonnenwende von Tilman Hakenberg, der auch hier am Stand ist und das fleißig signiert. Und auch noch ganz knapp zur Messe, das haben wir erst am Mittwoch bekommen, hat es die Somaka-Geschäft. Das ist der dritte kleine Regionalband zu Splittermond. Ja, und wir haben von den Leuten von All World Ups auch noch unser erstes Splittermond All World Up direkt geliefert bekommen. Die haben hier nebenan direkt einen Stand und haben uns die mitgebracht. Die haben wir aber hier nicht im Verkauf, weil wir im Shop ziemlich genauso viel Vorbestellungen drauf hatten, wie sie uns jetzt geliefert haben. Die wird es dann irgendwann kurz vor Weihnachten, gibt es die wieder regulär dann. Okay, und wie sieht es bei Fate aus? Bei Fate? Fate ist jetzt zur Messe nicht konkret was rausgekommen, aber kurz vorher ist ja vor ein paar Wochen Malmsturm die Fundamente rausgekommen, also das neue Grundregelwerk für Malmsturm basierend auf Fate Core. Das, was wir davor hatten, war ja noch für die alte Fate-Version. Okay, und für andere Systeme? Ja, wir haben noch ein paar andere Sachen. Wir haben zum einen für Space 1889 gibt es zwei Neuheiten. Zum einen Planet der Legenden. Das ist ein Kurzgeschichtenabenteuer, ein Kurzabenteuerband mit, glaube ich, 5 Abenteuern, die alle was mit Mars zu tun haben. Also als Anthologie für den Marsband, der vor ein paar Monaten rausgekommen ist. Und ansonsten haben wir noch das neue Etaversum. Das ist ein kleines Quellenbuch mit einzelnen kleinen Artikeln zum Space-Universum, also mit wissenschaftlichen Entwicklungen, Entdeckungen aus allen möglichen Bereichen, die halt in dem Zeitraum passiert sind, im vorderen Bereich des Buchs komplett regelfrei. Kann man also theoretisch auch für alle möglichen anderen Steampunk-Sachen, die ungefähr in dem Zeitraum spielen, benutzen. Und halt im Anhang gibt es dann halt die entsprechenden Spielwerte, die relevant sind für Space 1889. Wir haben jetzt auch neu zur Messe ist Equinox rausgekommen, also unser neues Fantasy-Science-Fiction-System, was wir zusammen mit Regent Workshop jetzt rausgebracht haben. Das ist aufgeteilt in Regelwerk und Settingbuch, quadratisches Format, vollfarbig. Vom Dummy halt, der hier auch war und auch von der Qualität ganz begeistert war, wird auch ganz gut angenommen hier. Und wir haben für Gamma Slayers noch eine Erweiterung, und zwar den ersten Regionalband, der sich halt mit dem Setting beschäftigt und auch ein paar neue Regeln im Moment enthält. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Was leider es nicht zur Messe geschafft hat, weil anscheinend das alles, was verflucht ist, ist das Beutebuch für 13th Age. Es kann sein, dass wenn wir jetzt von der Messe zurückkommen, das schon irgendwo liegt, aber leider ein paar Tage zu spät gekommen ist, weiß ich noch nicht genau. Muss ich mich nach der Messe drum kümmern, wo das geblieben ist. Und was wir natürlich noch haben, ist Pferdeherrn von Rohan für Der eine Ring. Was sich, wie der Name eventuell schon sagt, mit Rohan beschäftigt, aber nicht nur, sondern auch mit allem, was drumherum liegt. Also Fangorn, Isengard ist halt auch mit abgedeckt. Okay, und wie sieht jetzt die nähere Planung für die Zukunft aus? Abgesehen davon, die 13th Age Bücher zu finden natürlich. Für die nähere Zukunft ist geplant, dass ich hoffe mal direkt nach der Spiel die letzten 2-3 Handgriffe an Achtung Cthulhu an den beiden Grundregelwerken, also Keeper's Guide und Player's Guide auf Deutsch, gemacht werden und dass das noch fürs Weihnachtsgeschäft rauskommt. Da haben wir jetzt so die letzten Hindernisse aus dem Weg geräumt auf dieser Messe. Natürlich ist für Splittermond wie üblich einiges geplant. Das ist ja eine Linie, wo durchgehend was rauskommt. Da wird es als nächstes wahrscheinlich den Bestienmeisterband geben. Der ist ja auch schon was länger angekündigt, der hat sich ein bisschen verzögert. Der Sujang-Regionalband, weitere Abenteuer, also da geht es halt natürlich munter weiter. Wir sind gerade auch dabei, Journeys and Maps, also den Kartenset für Der eine Ring, ins Layout zu geben. Der kommt eventuell auch noch dieses Jahr. Ansonsten wird an allen Linien gearbeitet, an weiteren Übersetzungen, an Eigenentwicklungen. Wir sind jetzt auch sehr unter Hochdruck dran, an DSA 5 für Myranor zu arbeiten. Hat sich natürlich was verzögert, da unser Chefredakteur gestorben ist vor ein paar Monaten. Das war natürlich nicht gut. Aha. Ach. Das wird halt ab nächstem Jahr dann auch losgehen, dass halt Myranor auf DSA 5 umgestellt wird und dass da halt dann auch sinnvoll Sachen rauskommen.
Und ansonsten hat sich hier auf der Messe auch noch einiges ergeben und man hat mit Leuten gesprochen und genetworked und so weiter. Da kann ich aber noch nichts zu sagen, aber da es werden wohl ein paar neue Sachen kommen. Ja, können wir auf der RPC ja nochmal nachfragen. Ja, da auf jeden Fall. Da gibt es wieder einiges zu erzählen, denke ich. Dann erstmal vielen Dank. Ja, bitte, gern geschehen. Bitte.